Also ich bin Willy Kankel, geboren 3. August 1928 in Kasselwitz bei Rambin. Und dann kam ich da rein, dann sind da eben 3 Mann in Uniform und ein Dolmetscher und was. Und dann, wo ich hin will, ja, Rambin und was ich will auf Rügen, ich möchte Lehrer werden. Karasho! Passierschein, Stempel ab. Ich habe ihm in der Hand genommen und gedacht, was ist das? Du kannst nicht einen Buchstaben lesen. Ich war Mitglied der SED geworden, weil ich das kommunistische Manifest gelesen hatte, hier auf dem Institut auch. Und ich fand das richtig. Ich bin nicht auf der Straße gegangen. Ich konnte das nicht. Ich bin in den Staat groß geworden und habe versucht, das Beste dort zu machen. Das wird keine Feigheit. Manche haben gesagt, ja, du hättest mal gehen sollen. Nein, erstens mal, wie ich auch schon das alle, dass ich mich mehr sogar brauchte. Und zweitens, das ist nicht meine Welt. Auch heute nicht.